Eine S-Bahnfahrt. Auf hellgrünem Grund erscheint Aktion Mensch präsentiert. Die Fahrt stoppt am Bahnhof Heidelberg-Altstadt. Ein Blick zum Heidelberger Schloss und in die Fußgängerzone mit Geschäften. Im Kulturhaus Karlstor Bahnhof. Benedikt Feldmann, DevSlam-Supervisor, gebärdet: Heute ist der erste richtig offizielle DevSlam hier. Ab heute geht's wirklich los. Hier in Heidelberg. Das ist ein Meilenstein und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf hellgrünem Grund, bam, der DevSlam, Heidelberg. Beim Poetry Slam Workshop. Die Teilnehmer stehen sich gegenüber und strecken ihre Hände dicht voreinander aus. Die Gebärdenpoesie muss von dir sein. Die erste Regel ist Respect to the Poet. Wolf Hogekamp, Poetry Slam Supervisor. Benedikt Feldmann gebärdet: Wichtig ist einfach, dass man mit der Gebärdensprache spielt, dass man Reime verwendet. Zwei Teilnehmer kreuzen die Arme und bewegen ihre Hände wie Flügel. Einer schiebt seine flache Hand zur Seite, den anderen Arm winkelt er an. Ein nächster macht die Geste fürs Telefonieren und formt imaginäre Kopfhörer. Vadim Eichwald, Poetry Slam Teilnehmer, gebärdet: Die Inhalte, was Poesie bedeutet und die Regeln, das war sehr interessant für mich. Hassan Benjamin Meri: Viel Mut habe ich schöpfen können und bis jetzt hat es wunderbar geklappt. Ich versuche, dass ich heute Abend um 7 Uhr das alles, was ich bisher aus dem Workshop mitnehmen konnte, auch verwirklichen kann. Hier bleibt der warme Willkommensapplaus. Guten Abend und herzlich willkommen beim allerersten DevSlam, den es je in Deutschland gab, beim DevSlam hier in Heidelberg. Impressionen der jungen Performer. Sie agieren allein oder zu zweit auf der Bühne des Kulturhauses. Vadim bewegt seine angewinkelten Arme auf und ab. Dabei streckt er einzelne Finger hoch. Olga Hertle spielt zwei Rollen. Tänzelnd hält Hassan Benjamin die Fäuste bis auf Kinnhöhe. Die Teilnehmer applaudieren mit erhobenen Händen. Euer Applaus bitte für Löwe. Vadim tritt vor und verbeugt sich. Okay. Direkt anschließend euer Applaus für Olala. Olga lächelt, viele applaudieren. Und zum Schluss euer Applaus für Benji. Hassan Benjamin hebt die Arme. Ja, das heißt, Benji, du hast ganz knapp den dritten Platz bekommen. Gut, Applaus nochmal für die Gewinner. Olga und Vadim. Wolf Hogekamp. Perspektivisch würde ich mir sehr wünschen, dass bei Poetry Slams dann mit Hilfe von Gebärdendolmetschern hörbehinderte Leute auf die Bühne gehen können, um ihre Texte zu performen. In weißer Schrift Slam Poetry und Gebärdensprache. Benedikt Feldmann, passt perfekt zusammen. Ein Wettbewerb im Rahmen von Überall dabei, das inklusive Filmfestival Aktion Mensch.